So, für die Gorillas. Gorillas sind ausgesprochene Pflanzenfresser. Für Ivo gibt's eine extra Portion Obst. Ausnahmsweise gibt's auch einen Apfel für Ivo. Das heißt ausnahmsweise, aber morgens bekommt er immer so seinen Apfel. Er ist ja nicht wirklich der dickste. Deswegen kann er da auch mal so ein bisschen Obst vertragen. Und dass die Mädels das halt nicht sehen, dass er da so bevorzugt wird, kommt er halt morgens in seine Absperrbox, wo sie das nicht sehen. Sein Äpfelchen. Normalerweise sind Äpfel und Bananen viel zu süß. Die Gorillas würden davon zu dick werden. Aber Ivo hat eine Topfigur. Damit die Menschenaffen den Tag nicht mit leerem Magen beginnen müssen, bekommen sie bereits am frühen Morgen eine kleine Ration Futter. Die eigentliche Fütterung findet später am Tag statt. Darf man bei Ivo bloß nicht vergessen, die Pellets reinzumachen? Kommt auch nicht rein. Ist auch ganz verwöhnt. Wir cleanen. Während Julian These das Frühstück vorbereitet, wartet Ivo ungeduldig im Gehege. Natürlich, weil der Dicke natürlich ein bisschen größer ist, kriegt er natürlich auch die größte Portion. Ja, passt so. Endlich kann es losgehen. Ist immer lustig, wie die Mädels immer noch rinluken bei dem Ivo. Gorillas sind generell sehr futterneidisch. Viel mehr als andere Menschenaffen. Silberrücken Ivo pickt sich deshalb gleich mal die besten Stücke raus. Die süßen Sachen natürlich erstmal die leckeren Sachen zuerst. Wie zum Beispiel die Pelletsätze, die er sich da runtersammelt. Und genau, dann legt er sich meistens immer so hin und dann die guckt, was da noch so alles gibt. Ah, Ivo. In freier Natur besteht das Futter der Gorillas hauptsächlich aus Blättern, Wurzeln und Rinde. Selten aus Früchten. Julian These bietet Ivo, Ivo noch eine weitere Leckerei an. Ist die Feige haben? Nicht? Nee. Interessiert ihn gerade nicht. Wer hätte gedacht, dass ein Gorillamann Äpfel mag? Zu Besuch bei den nächsten Pflanzenfressern im Zoo. Den asiatischen Elefanten. Tierarzt Dr. Ochs schaut fast jeden Tag vorbei, um sich über die Entwicklung des kleinen Elefantenkalbs an Charlie zu informieren. Für die Dickhäuter steht heute eine kulinarische Spezialität auf dem Speiseplan. Den läuft jetzt schon das Wasser im Maul zusammen, man sieht das. Ja, das ist für die Elefanten immer eine große Attraktion, wenn jetzt die Äste kommen. Das ist ja für die Tiere nicht nur eine reine geschmackliche Bereicherung des Speiseplans, sondern eben auch eine Beschäftigung. Das macht Spaß, die auseinander zu pflücken und zu zerreißen. Und dann kann man auch sich damit kratzen mit den Ästen und durch die Gegend werfen und spielen. Also das ist sehr vielseitig verwendbar und eine große Attraktion. Elefanten nehmen täglich etwa 200 Kilogramm Nahrung zu sich. Der Rüssel dient ihnen beim Fressen als Greiforgan. Elefantenkind an Charlie muss sich diese Fertigkeit aber erst noch aneignen. Sie guckt sich jetzt auch ab, wie die Großen mit dem Grünzeug umgehen, dass man nämlich mit einem Fuß drauf treten muss und dann mit dem Rüssel sich Teile davon abreißen kann, ohne dass man permanent, dass einem permanent der Ast um die Ohren fliegt. Das ist also eine Technik, die man erst lernen muss. Aber man sieht auch von der Kleinen ganz raffiniert, dass sie versucht, das aus dem Maul von der Carla rauszuholen oder von ihrer Mutter rauszuholen, weil das natürlich praktischer ist. Das ist schon vorgerupft und fast vorgekaut. Da braucht man also sich nicht weiter drum kümmern, um die mundgerechte Zubereitung. Es ist also auch wieder nett zu sehen, mit wie kleinen Sachen man eigentlich Elefanten so Freude machen kann. Ein im Zoo geborenes Elefantenkalb wie ein Charlie nimmt täglich etwa 1 Kilogramm zu. Aber nicht von den Blättern. Mit denen tollt das kleine Elefantenkind lieber herum. An Charlie ernährt sich noch hauptsächlich von Muttermilch. Das ist hier natürlich die Attraktivität, erstmal
das Spielen und sekundär das Fressen. Kommt natürlich auch vor, aber das ist jetzt eben auch erstmal so spielerisch auf den Ästen knabbern, während die anderen ja richtig gezielt sich kleine Teile abbrechen und das dann auch sofort ins Maul stecken und dann zerkauen. Während die erwachsenen Elefanten ohne Pause Ast um Ast vertilgen, hat das Elefantenmädchen beim Spielen mit den frischen Ästen großen Spaß. Aber Anschali muss sich beeilen, denn es wird nicht mehr lange dauern. Dann haben die Großen ihr gesamtes wunderbares Spielzeug aufgefressen. Gürteltierweibchen Sandra ganz aufgeregt durch ihr Gehege. Sie hat heute ihr zweites Rendezvous. Heute werden wir die Gürteltiere zusammenlassen und ja, dann werden wir mal schauen, wie sie sich vertrauen. Und wenn alles gut geht, werden wir sie dann eventuell auch zusammenlassen. Carsten Teves bringt den Datingpartner. So, jetzt kommt der Alfons. Das ist das Männchen. Ja. Das letzte Treffen der beiden liegt schon ein paar Wochen zurück. So. Sandra und Alfons gehören zur Gattung der Kugelgürteltiere. Wie der Name schon verrät, können sie sich im Falle einer Bedrohung zu einer Kugel zusammenrollen. Normalerweise leben beide allein. Zum Zwecke der Paarung zieht Alfons heute mit seiner Kiste ein. Das erste Rendezvous zwischen Alfons und Sandra blieb noch ohne Folgen. Aber wann klappt schon etwas beim ersten Mal? Wenn sich die beiden gut verstehen, wird Alfons von jetzt ab für immer bleiben. Naja, also er nimmt die Gerüche schon wahr von ihr und reagiert darauf jetzt auch ziemlich heftig. Affen kicken sich die doch genau an. Rene und Tierpfleger verfolgen gespannt den Balztanz der beiden Turteltauben. Ja, er will immer aufsteigen, aber er ist nicht schnell genug. Entweder sie ist zu doof, was jetzt nicht verwunderlich wäre, weil Gürteltiere sind jetzt vom Gehirn her, von der Leistung nicht besonders helle. Oder sie will einfach nicht. Na, sie spielt mit ihm schon, aber. Ja. Na, ist vielleicht noch früh am Morgen, hat sie noch nicht so eine Lust. Ich würde das so interpretieren ihrerseits. Ich habe zwar Interesse, aber du musst dich noch mehr anstrengen. Genau, also kann sein, dass es nicht klappen wird. Oder erst dann, wenn sie ihre Ruhe haben. Vielleicht auch erst, dass es erst in der Nacht passiert, wo wir dann ja nicht mitkriegen. Wie zwei eingefleischte Einzelgänger sehen Sandra und Alfons im Moment jedenfalls nicht aus. Mal sehen, was die Nacht noch bringt. Reges Treiben bereits auch im Tierpark. Bei den Besuchern besonders beliebt das Alfred-Brehm-Haus. Groß und klein können hier verschiedene Arten von Raubkatzen bewundern. Als erster betritt der asiatische Löwe Boris die Felsenanlage. Seit einigen Wochen lebt er hier aber nicht mehr alleine. Löwenweibchen Churchilla folgt ihm auf dem Fuße. Riesengroß scheint die Liebe zwischen den beiden Großkatzen aber noch nicht zu sein. Sie gehen lieber getrennte Wege. Na, wo ist der Boris? Ja, Boris hat erst markiert und dann ist er seine Frau begrüßen gewesen. Und im Endeffekt hat er sich wieder in Verbindungsschieber gelegt, wie jeden so. Tag. Ja. Ja. Ja, ist schon toll, wie die sich jetzt echt gefunden haben als Gruppe. Ne, ne Churchilla? Wie so eine Feine. Ja, vor allem sie hat ja auch so einen ruhigen, ausgeglichenen Charakter. Also die beiden miteinander, die kommen ja sowieso richtig schick klar. Asiatische Löwen kommen in freier Wildbahn inzwischen nur noch im Gir-Nationalpark in Indien vor. Umso wichtiger die Nachzucht. Kein einfaches Unterfangen.
Eine Löwengruppe kann man nicht einfach zusammenschmeißen und dann ist fertig. Und dann steht man da und sagt, na mal gucken, was dann passiert oder so. Sondern es ist wirklich Kleinstarbeit, muss man wirklich sagen. Stundenlange Kleinstarbeit. Also wir haben dann tagelang hier gesessen und haben wirklich immer einer hier gesessen und hat aufgepasst. Und wir haben uns über jeden Erfolg haben wir uns gefreut, über jede Szene, die so gut gemeistert haben. Ja, immer erzähl du deinen Senf. Auf diese Art und Weise kommuniziert Löwin Chachila mit ihrer Schwester Shakira. Vorerst ist sie nur zu hören. Sofortige Reaktion von Shakira. Ja. Naja, sie tut kund, ich bin noch dahin. Jetzt hat Chachila gequatscht, dass wir hier über sie sprechen. Ja, dass wir erzählen, wie es hier laufen ist. So, nur wenn wir mal zu den Tigern rübergehen und die rausschicken, dann haben die hier im Moment Zeit und dann kommen wir wieder. Ja, genau. Ja. Und dann schicken wir Shakira hinterher, wa? Ja. Boris macht in der Zwischenzeit sein Nickerchen. Im Gegensatz zu den Löwen sind die sibirischen Tiger Avrora und Darius regelrecht munter. Sibirische Tiger sind ebenfalls vom Aussterben bedroht. Na, haben sie wieder Besitz ergriffen von ihrer Anlage? Ja. Eine Runde durchgeschnuffelt und markiert. Ja, erzähl uns was. Und dann ist er erstmal wieder in seine Nische gezogen und hat sich dahin gerichtet. Nachtschlaf. Wahrscheinlich, ja. Ein schönes Pärchen, ja. Also, dass die sich so gefunden haben, war es echt toll. Bei dem Tigerpaar ist die Liebe groß. Mittlerweile scheint Darius seine Angetraute auch gedeckt zu haben. Bei dem Paar wird es hoffentlich bald Nachwuchs geben. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie klein und zierlich sie gegen ihn ist. Ja. Und trotzdem kommen sie super miteinander klar. Er macht, was sie sagt. Also. Genau. Ja. So soll es doch sein, nicht? Er macht, was sie sagt. Und schon stimmt die Sache hier. Weil du kleine Schnecke, hast den Jut im Griff. Hat ihn um die Pfote gewickelt und bezirzt. Ja. Hier. Dieses Lebensmodell gefällt anscheinend auch den beiden Pflegerinnen. Friseurtermin bei den Orang-Utans, Mücke und Entje. Zu Anschauungszwecken benötigt Tierpfleger Rukun Kalki heute ein bisschen Affenhaare. Na Mücke, schlecht gelaunt? In der Schere? Hallo, na? Da Entje die längste Mähne von allen hat, soll nur er ein paar Fellhaare hergeben. Ich möchte dem Entje ein paar von seinen schönen langen Haaren abschneiden, weil wir hier regelmäßig ja die Fütterung kommentieren und den Leuten dann einfach mal die Gelegenheit geben wollen, mal so ein Haar anzufassen. Orang kann man ja nicht streicheln bei uns, hat seinen guten Grund. Aber so ein Stück Haar mal den Leuten geben, um es mal anzufassen, es kommt, glaube ich, ganz gut an. Geht natürlich nur mit Futter, ich muss tauschen. Haar gegen Reiswaffel heute. Kriegen die Mädels erstmal noch was, dass die hier nicht schlecht gelaunt sind. Entje schon mal was, bitteschön. Schneiderarbeiten an Entjes Haaren werden vom Rest der Affengruppe interessiert beäugt. Oh, ein langes Stück Felgersinger vom Entje. Ja, ist hier spannend. Reiswaffel gegen Haare. So läuft das Geschäft. Super, danke schön. Ist so ein fairer Tausch. Ohne Probleme hat das Orang-Utan-Oberhaupt die Haarschneideprozedur über sich ergehen lassen. Er würde wahrscheinlich noch mehr tauschen, er hat ja genug. Und der ist ein ganz gelassener Kerl. Er macht sich da nichts draus, hat dann die Ruhe weg. Ruben Gralki will nun sein Glück auch bei den Frauen probieren. Doch die Weibchen sind da eitler. Ist auch ein kleines Stück für mich.
Nee, kleines Stück, ganz kleines Stück. Guck mal, tut nicht weh. Nee, war lieber nicht. Kriegst ein Stück Waffel dafür. Eine Schere. Hier so eine kleine Ecke? Nein, ist noch alles dran. Nee, wa? Nee, ne? Lieber nicht. Du, Satu, hier so ein kleines Stück? Nee, bloß nicht, wa? Die schönen Haare. Deine sind auch so kurz. Nee. Ich hätte auch ein Stück Waffel dafür. Erst ein Stück Haar. Hier, so ein bisschen. Nee, wa? Lieber nicht. Entchen, du möchtest noch, ne? Aber reicht schon, zu haben. Die neue Haarprobe kommt sofort zum Einsatz. Möchte mal jemand anfassen? Das ist immer so ein bisschen fettig auch. Ja. Und weicht dadurch eigentlich Feuchtigkeit ab oder so? Ja. Eigentlich weiß. Wer hätte gedacht, dass Orang-Utan-Haare so spannend sein können? Zurück zu den Raubkatzen im Bremhaus. Das Montana-Puma-Kind Missoula ist jetzt ein Jahr alt und eine seltene Zuchtkatze. Ja, hallo! Na, Süße! Na, Missel, wie geht's dir hier draußen? Schön, wa? Und hast schon schön gespielt? Was hast denn du da gemacht? Missoula wurde von den Pflegern mit der Flasche großgezogen. Nach was suchst du? Nach Wasser? Na, suchst du nach Wasser? Was ist denn das da für eine Grube? Pass mal auf, ausgebuddelt wird hier nicht. Ist ja unglaublich. Die Missoula, die kommt jetzt nach drinnen in den Innenkäfig und dort lassen wir sie mit Srikandi, mit unserem Java-Leopard-Weibchen zusammen, mit der Jungen. Die ist ja auch alleine und Missoula ist alleine und da machen wir jetzt eine Jungmädchengruppe. Und daran arbeiten wir jetzt schon ein paar Wochen und das sieht jetzt schon ganz nett aus. So, Missi, ich hole dich jetzt rein. Da musst du aber ganz schnell sein. Innen wohnt das ruhige Java-Leopardenmädchen Srikandi. Von ihr soll Missoula vor allem Katzenverhalten lernen. Srikandi ist die neue Gesellschaft noch nicht geheuer. Was kann ich jetzt machen? Hochspringen. Das machst du ja die Missi auch nicht. Nein, das machst du nicht. Nein, nein, das machst du nicht. Du bist ja ein artiges Mädchen. Es ist eben was anderes, wenn man den einen eben immer nur durchs Gitter sieht und der auf einmal in der eigenen Wohnung steht. Ne? Also. Und damit muss die Kleine, also die Srikandi, halt einfach auch klarkommen. Sie ist eben nicht so ein Temperamentsbündel. Wissen, du bist noch nicht richtig, du hast noch nicht richtig fertig gespielt, ne? Du musst noch ein bisschen albern sein, richtig? Na, dann sei noch ein bisschen albern, ha? Du Lulatsch. Und man sieht jetzt immer, auch wenn sie jetzt hier ein bisschen spielt, aber sie beobachtet immer nach oben zu Srikandi. Ne? Also weil eigentlich interessiert die ja jetzt, wie reagiert Srikandi, kommt die nicht vielleicht doch mal mit spielen? Also das möchte sie ja eigentlich gerne erreichen, dass die irgendwann mal runterkommt. Aber Srikandi bleibt, wo sie ist. Würdest du bitte deine Zähne aus meiner Hand nehmen? Danke. Sehr lieb. Oh, du bist ja lieb, bist du ja eine Liebe. Ja. Ja, mach dich mal hübsch. Srikandi mag nur gewaschene Pumas. Na? Dieses Katzenverhalten hat Missoula also schon gelernt.
Im Gebäude des Zooaquariums befindet sich auch das Insektarium. Hier lebt eine afrikanische Vogelspinne, die die Besucher bereits in Angst und Schrecken versetzt hat. Wegen ihres aggressiven Verhaltens soll sie heute aus der Show hinter die Kulissen ziehen. Tierpfleger Heimo Sonntag tauscht sie gegen eine sanftmütigere Kollegin ein. Eine Chile-Vogelspinne setzen wir jetzt in die Show. Ersatzweise für eine zu groß gewordene in unserem Schaubaum. Die können wir natürlich nicht anfassen. Wir müssen die erstmal mit einer Pinzette in eine Box schubsen. Vielleicht geht es auch ohne Pinzette, wenn die artig ist. Werden wir ja gleich sehen. Das ist ein Privattier, was uns überlassen wurde. Und man weiß immer nicht, wie die Privatleute mit den Spinnen umgehen. Die ist also sehr vorsichtig. Wie man sieht, gut, das geht in Ordnung. Die ist also nicht so ruppig wie erwartet. Das war es eigentlich für die Kleine schon. Im Besucherbereich leben die Spinnen in einem Baumstamm. Damit man die exotischen Tiere besser beobachten kann, wurde der Stamm nach oben hin mit einer Glasscheibe versehen. Hierhin soll die chilenische Vogelspinne jetzt umziehen. Ob sich die Vormieterin wohl so einfach umsetzen lässt? Ja, die afrikanische Vogelspinne kommt jetzt aus dem Baum raus. Die ist schon ein bisschen zu groß. Die hat sich jetzt hier zweimal gehäutet und wandert jetzt wieder zurück in den Spinnenraum. Die afrikanischen Spinnen, die sind alle so ein bisschen zickig. Die sind alle ein bisschen ruppig und da muss man aufpassen, dass die einen nicht erwischen. Man merkt, wenn man mit den Tieren hantiert, dass die sehr schnell gereizt sind. Und wenn man die Warnsignale ignoriert, dann kann es schon mal sein, dass man gebissen wird. Normalerweise, wie ich es erwartet habe, die ist ganz schön zickig. Die geht also sofort auf die Pinzette rauf. Und wenn es jetzt ein Finger gewesen wäre, hätte sie da also ordentlich reingebissen. Die haben ja so eine Hafthaare, damit hat sie die Pinzette festgehalten und hat halt mit den Zehen so ein bisschen dran rumgeknabbert, das hat man gerade gemerkt. Jetzt müssen wir halt versuchen, die vorsichtig in den Becher reinzutreiben, ohne dass sie jetzt vorbei rennt und mir den Finger beißt. Aber das sieht ganz gut aus. Da darf man nur nicht hektisch sein, das überträgt sich dann gleich auf die Spinne und dann wird sie nur umso zickiger. Deswegen haben wir hier im Aquarium auch recht wenig afrikanische Vogelspinnen, weil man kann mit denen nicht so gut umgehen. Ja, die große Spinne, die werden wir jetzt in ein großes Glasbecken setzen. Etwa so 60x40x40 hat sie schön Platz, kann sie noch sich ein, zwei Mal häuten. Und wenn sie dann ausgewachsen ist, dann werden wir sehen, dass wir die mit den Männchen zusammensetzen und dann ein bisschen Nachwuchs produzieren. Kann ja sein, dass die Besucher ein bisschen auf den Gläsern rumtrommeln und dann hat die Spinne ein bisschen Rückzugsmöglichkeit. Die ist also im Gegensatz zu den anderen richtig handzahm. Die könnte man jetzt rein theoretisch auch mit der Hand rausschieben. Die ist ganz vorsichtig. Wenn wir noch ein, zwei Häutungen abwarten und wenn die dann ein bisschen größer geworden ist, dann wird die halt auch wieder ausgetauscht. Um zu sehen, ob sie sich wohlfühlt, kriegt sie jetzt noch was zu fressen. Wenn sie denn möchte. Aber anscheinend möchte sie nicht. Vielleicht ist der Chilinen der Umzug ihr auf den Magen geschlagen. Jetzt noch fix das Schild gewechselt und den Deckel obendrauf. Sieht jetzt so aus, als würden die Spinnen luftdicht abgeschlossen sein. Die haben an der Innenseite ihrer Behausung haben die ein Lochblech. Dahinter sind Belüftungsröhre, die gehen einmal durch den ganzen Baum, kriegen die also immer genug Luft, da muss man sich keine Sorgen machen. Reviertierpfleger Christian Aust bringt den Wanderoos, auch Bartaffen genannt, heute eine Überraschung mit. Es ist eine große Ausnahme, das kriegen sie also nicht täglich bei uns. Die werden natürlich jetzt hier nicht bleiben, wenn ich die Tiere rauslasse, aber das werden die ganz schnell spitz kriegen und dann auch sich denn zusammensuchen. Neben Früchten und Blättern benötigen Affen auch tierisches Eiweiß als Nahrung. Heuschrecken,
sind deshalb ideal. Affen leben die meiste Zeit auf Bäumen. Für so eine Leckerei kommen die Wanderos aber gern mal von ihren Hochsitzen herunter. Nur zu spät kommen darf man nicht. So, dann kommt mal her. So, die Hoffnung, dass sie jetzt zu mir hier an die Scheibe kommen, dann sehen sie ja die Heuschrecken. Die ersten zwei Bartaffen haben die Insekten auf dem Stein schon entdeckt. Na, dann beeilt euch mal. Ist ja auch noch was abkriegen. Wer hier was abbekommen will, muss sich wirklich ranhalten. Ja, das ist natürlich für die Wanderos eine willkommene Abwechslung, was sie wirklich nicht so oft bekommen. Da sieht natürlich ganz wild danach. Der Rest der Wanderotruppe ist nun auch endlich am Boden angekommen. Doch was den Heuschreckensnack anbelangt, scheinen manche von ihnen wohl Pech zu haben. Tja, die waren zu langsam. Die haben es nicht schnell genug gemerkt. Aber so Vereinzelte springen ja vielleicht hier immer noch rum. Wie heißt es so schön? Wer sucht, der findet. Zwei Bartaffen waren bei der Suche im Gras erfolgreich. Eine der Glücklichen, Wanderoweibchen Wilma. Die anderen suchen immer noch. Auf der Anlage des Giraffenhauses gibt es einen neuen Bewohner. Den Niala-Antilopenbock Bruce. Dieser hat vorher zusammen mit den Flusspferden in einem Gehege gelebt. Aufgrund familiärer Streitigkeiten musste er leider gehen. Jetzt ist Bruce erst einmal auf sich allein gestellt. So, da wollen wir mal gucken, was Bruce macht, wa? Was macht er denn? Was macht Bruce? Was macht er? Hallo! Hallo. Hallo. Guck mal hier. Ja, das ist nun mal so. Der kommt aus dem Flusspferdhaus. Der kommt aus dem Flusspferdhaus. Und mit seinem Vater hat er sich bekriegt. Und da wurde eben beschlossen, dass dann, dadurch, dass wieder Frieden in der Gruppe sein soll und der Bock wieder, der Vater wieder den ganzen Tag draußen sein kann und nicht immer eingesperrt sein, wurde eben beschlossen, dass er dann hier zu uns kommt. Komm mal her, Bruce, dein Futter. Komm. Na komm. Nach ersten Startschwierigkeiten hat sich der junge Antilopenbock an sein Leben im Exil gewöhnt. Das war schon viel ein Unterschied, dass er alleine jetzt hier ist. Er hat auch, am Anfang hat er auch ein bisschen Durchfall gehabt und so. Und aber jetzt nach einer Woche kann man sagen, wa? Woche, zwei Wochen so ungefähr, hat er sich so gut eingelebt und so. Und jetzt kommt damit, dass er jetzt alleine ist, hier eigentlich gut klar. Na komm. Oh, ich fang. Ja. Vorsichtige Annäherungsversuche, damit sich der Neue bald wohler fühlt. Oh, ist schön, ja. Misstrauischer kleiner Mann heute. Ja. Magst heute nicht mehr? Nee. Dann gehen wir nach vorne. Kommen Sie mit, junger Mann. Ich leg das hier her. Komm, kleiner Mann, komm. So. Ich tu dir das hierher. Guck mal her. Guck mal her, Brusi. Ja. Guck mal her, meine Brusi-Maus. Guck mal her, meine kleine Brusi-Maus. Ja. Mein Süßer. Na, ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Schön? Ja.
Ein schöner Tempel mit Baum und Blüten. Das ist das luxuriöse Zuhause für einen neuen Stamm von Blattschneiderameisen. Tierpfleger Halmo Sonntag hat den Neuzugängen extra ein Gehege gebaut. Besonders stolz ist er auf den Felsen, auf dem das Futter für die Ameisen präsentiert wird. Die haben sich sehr gut eingelebt, die Ameisen. Das Volk ist noch nicht ganz so stark, wie wir es uns erhofft haben. Deswegen geben wir jetzt hier sehr viel unterschiedliches Futter, dass sie sich das Beste raussuchen können. Aber das Futter, was ich jetzt hier hinlege, ist binnen 2 Stunden, ist das wahrscheinlich verarbeitet. Und ich denke mal, dass wir in 1-2 Monaten ein richtig starkes Volk haben. Blattschneiderameisen zerteilen mit ihren Mundwerkzeugen Pflanzenblätter, die sie dann in kleinen Stückchen in ihren Bau transportieren. Die Ameisen brauchen ein bisschen Bewegung. Die Ameisen müssen Wege zurücklegen, in der Natur genauso. Die laufen also in der Natur Kilometer weit. Das kann man natürlich hier nicht anbieten, aber wenigstens ein paar Meter, dass wir denen 5 bis 10 Meter Bewegung geben können. Dann haben die ihren Bewegungstrieb befriedigt und die Besucher haben ein bisschen was zum Gucken. Eine Blattschneiderameisenkolonie kann pro Tag so viel Vegetation schneiden, wie eine ausgewachsene Kuh frisst. Die versuchen immer, möglichst neue Futtergründe zu finden. Und da bewegen sich halt die ganzen Ameisen im ganzen Becken hin und her. Die suchen nach Öffnungen, die suchen nach neuen Wegen. Die legen dann Duftspuren. Und die Kollegen finden dann die Duftspuren, laufen denen hinterher. Und wenn irgendeiner Futter findet, kommt er natürlich mit dem Futter an. Und die Kollegen wissen dann, wo das Futter ist. Doch die Ameisen fressen die Blätter nicht, sondern zerkauen sie nur und verwenden sie als Substrat, um darauf einen speziellen Pilz wachsen zu lassen. Und wie gründet man eigentlich so eine Ameisenkolonie? Also man kauft eigentlich einen Ansatz mit einer Königin und ein paar Arbeitern, etwa 20, 30, 40 Arbeiter. Dann setzt man den Behälter in größeren Behälter, schließt den erstmal ab, dass die nur ein bisschen Möglichkeit haben, neuen Pilz zu bauen, Nachwuchs zu produzieren. Und wenn man merkt, der Pilz wächst und gedeiht gut, dann kann man immer Stück für Stück immer ein bisschen anbauen. Also eine Königin hatten wir und etwa 50 Arbeiter. Und aus denen hat sich halt dieses Volk entwickelt mit jetzt mehreren Tausend. Möchte ich meinen, kann man natürlich jetzt nur schätzen. Ist ja auch immer ein Teil unterwegs, die halt auf Futtersuche sind, aber der Gros des ganzen Volkes bleibt halt am Pilz. Dieser Pilz ist die Lebensgrundlage eines jeden Blattschneiderameisenvolkes. Der Pilz der Ameisen ist Versteck, Brutstätte, Futterplatz, alles in einem. Der ist ja sehr hohl, der ist ja wie eine Koralle oder wie praktisch, man kann sich das wie ein Gehirn vorstellen, extrem viel Platz, große Oberfläche, viele Versteckmöglichkeiten. Und auf dem Pilz selber, da wachsen die Fruchtkörper und von den Fruchtkörpern des Pilzes ernähren sich ja die Ameisen. Das heißt, die Gärtnern, die Ameisen sind Gärtner und pflegen und hegen den Pilz, der sie ja ernährt. Und wie schnell wächst so ein Ameisenhaus auf diese Größe heran? Also in den ersten Wochen und Monaten wächst der Pilz extrem langsam. Da muss man aufpassen, dass das Volk da nicht eingeht. Und das passiert dann explosionsartig. Nach 1 bis 1,5 Jahren kann es also durchaus passieren, dass der Pilz dann binnen weniger Wochen sich verdoppelt, verdreifacht. Und dann muss man den Ameisen natürlich den dementsprechenden Platz geben, dass die auch ihren Pilz anbauen können. Aber auch der Pilz braucht die Ameisen, denn sie pflegen und schützen ihn vor Schädlingen. Und wenn das Volk dann richtig groß ist und die richtig große Soldaten produzieren, dann können diese Soldaten auch schon mal 1 bis 1,5 Zentimeter groß werden mit riesigen Kiefern, aber das dauert noch ein bisschen.
die Königin bei den Ameisen, die hat etwa diese Größe. Die sieht man natürlich nicht, weil die mitten im Pilz sitzt und Nachwuchs produzieren muss. Und die ist halt umringt von ihren Soldaten, Arbeitern, Beschützern. Pilz und Ameise. Eine wirklich gelungene Symbiose. Zurück bei den Löwen. Der schüchterne Boris und die doppelt so alte Churchilla halten auf der Felsenanlage immer noch großen Abstand voneinander. Immerhin scheinen sie aber entspannt zu sein. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus mit den beiden. Ja, hallo. Ja. Und? Gemütliche Zeit gehabt? Boris guckt auch um die Ecke. Na, ich denke, dann werden wir es versuchen mit der zweiten dazu. Na klar. Willst du wieder hinter, soll ich jetzt aussperren? Du gehst hinter. Okay, alles klar. Soll die Schaki kommen? Na, so Churchilla schläft ja schon gleich, die gähnt ja schon. Ach, das ist mir ja egal. Ja. Na gut, ich schick sie dir mal raus, ne? Löwin Shakira wartet immer noch hinter der Anlage. Als der Schieber sich öffnet, wird sie zunächst von ihrer ranghöheren Schwester begrüßt. Boris beobachtet die Ankunft der zweiten Löwin erst einmal aus sicherer Distanz. Na, große Begrüßung? Ja. Habe ich gehört. Ja, die haben sich beide ganz freundlich begrüßt. Jo, sag mal, ich habe ja, und er schmult um die Ecke. Bis dahin war sie jetzt noch nicht. Ist noch nicht den Bobsi? Nee, den hast du noch nicht begrüßt. Na, sag mal, dann geh mal schnell hin. Shakira hat einen ganz anderen Charakter als ihre Schwester Churchilla. Er lässt der Löwenmann, der sich ganz weit links in der Felsenanlage versteckt hat, keine Ruhe. Also sie kommt dazu, sie ist so ein bisschen jetzt zur Zeit der dritte Rad am Wagen. Ne? Also die sind als Gruppe eben zusammen und sie traut sich im Prinzip nicht richtig bis zu Boris ran. Sie grüßt ihn zwar, es war ja jetzt schon ziemlich weit, aber sie ist eben nicht so forsch, wie sie immer tut. Naja, so aus ihrer Unsicherheit heraus drängt sie eher nach vorne, was die andere mit Überlegung dann angeht. Jetzt. Königin wird nie gestört, wenn sie nie will, genau. Patsch. Ja? Das sind denn Schwestern unter sich. Sind das etwa die ersten Anzeichen von Konkurrenzkampf zwischen den beiden um Löwenmann Boris? Was das Zusammenwachsen der Löwengruppe anbelangt, sind die Tierpflegerinnen optimistisch. In einem Jahr, hat er eh hier alles unter Kontrolle. Ja. In einem Jahr ist es die Gewohnheit, dass die beiden bei ihm sind. Und dann ist er auch richtig Chefmann. Ja, hoffe ich. Wenn er dann Fünfe ist, dann ist ja eben immer, wenn man so einen jungen Kater hat, dann muss man manche Sachen eben aussitzen. So ist das eben. Vielleicht müssen Shakira und Churchilla erst einmal ihre Zickerei beenden. Dann klappt es auch mit Boris. Im Zoo bei den Giraffen erwartet den kleinen Bullen Mogambi heute mal wieder etwas Neues. Zum ersten Mal lernt er die Wasserböcke kennen. Die sollen nämlich zu den Giraffen auf die Anlage kommen. So, Mäuse. Heute ist der große Tag. Heute kommen die Wasserböcke raus, ja? Die Wasserböcke, die kommen dahin. Die kommen dahin. Da musst du schön aufpassen. Die kennst du noch gar nicht, die Wasserböcke. Wasserbock Heinrich und seine Frau sind auf Giraffen gar nicht gut zu sprechen. Möchtest du auch noch mal gekrabbelt werden? So. Ich hole jetzt die Wasserböcke. Jetzt wird's spannend. Werden sich Giraffen und Wasserböcke vertragen? Geh weiter, Heinrich.
Hier weiter, weiter. Vorsicht! Heute sind die Giraffen bei. Hallo? Alles okay? Alles in bester Ordnung. Wie sieht's aus? Gut, wa? Ah, da sind sie ja. Da sind sie. Heinrich hat ja wieso ein bisschen Schiss vor den Giraffen? Ja. Als er hierher gekommen ist, war er etwas lütt und natürlich im Pflegealter. Und natürlich hat er dann versucht, die Giraffen auch anzumachen. Die waren ja damals auch alle etwas kleiner. Naja, natürlich hat er dann ein paar vom Ballon gekriegt. Also sie haben ihn getreten. Und das hat ihm natürlich wehgetan. Und seitdem hat er Respekt. Nicht mal Angst, Respekt vor den Giraffen. Und ich glaube auch nicht, dass da groß was passiert. Nee, so ruhig wie es jetzt Mama, hier ist. Mama, passt so auf, ja, das Wetter ist heiß, die haben Gras. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Heinrich so Mogambi geht und da irgendwas macht. Also dann wird Mama schon kommen und wird ihm zeigen. Ist ja nur auch so, die Wasserböcke kennen die Giraffen ja schon seit Jahren. Ist also jetzt nicht so was hundertprozentig Neues. Spannender wird es natürlich, wenn wir dann im Herbst eine junge Wasserbockkuh kriegen und die dann zum ersten Mal auf die Anlage kommt. Das wird dann interessant. Das wird spannend. Totale Harmonie auf der Anlage. Nicht zuletzt, weil Mogambi sich so vorbildlich ruhig verhält. Man kann nicht so sagen, die alle Jungtiere von Giraffen sind so wie Mogambi. Da gibt es auch andere, die nervös sind oder hippelig sind oder Schiss haben. Das ist individuell. Aber es kommt doch immer drauf an, wie man damit umgeht. Ja, das stimmt. Da hast du auch recht. Das ist ganz wichtig. Da haben die beiden Tierpfleger vollkommen recht. Und Mogambi hat alles richtig gemacht. Nachmittägliche Ruhe im Tierpark. Auch im Alfred-Brehm-Haus. Die drei asiatischen Löwen Boris, Chochila und Shakira teilen sich friedlich die innere Felsenanlage. Draußen nimmt der sibirische Tiger Darius sein tägliches Nachmittagsbad. Seine Frau Aurora ist wasserscheu. Sie sieht nur zu. Drinnen bekommen Java-Leopardin Srikandi und ihre neue Mitbewohnerin, Montana-Puma-Mädchen Missula, noch einmal Besuch. Na, mal gucken, was die Missy zu der Kugel sagt. Vielleicht kommt Srikandi ja dann mal runter. Mal sehen, wo die sitzt. Ne, Srikandi sitzt ja immer noch oben. Guck mal, ein Spielzeug. Ja, willst du das haben? Ja, meinst du, die Srikandi kommt dann runter? Na, mal gucken. Ja, ha, nichts ist. Nein, noch nicht. Srikandi. Kullertime. So, hier passt die nicht. Nee, die passt hier nicht. Moment. Die muss ich hier durchkullern. So. Gehst du mal bitte, hol die Kugel. Nusch? Was machst du jetzt hier? Da hat Srikandi die Kugel alleine. Ich glaube, du solltest schnell hinter der Kugel hinterher. Soll ich mit rauskommen? Ja? Na los, husch. Du bist ein Kasper. Ja, erstmal putzen. Mach dich hübsch. Du bist da eine. Komm, ich komme mit raus. Komm. Missy. Ja, was? Ja, brr. Au, brr. Wo ist denn der Ball? Los, hol mal schnell her. Zwischendurch gehe ich schon immer noch ein paar Minuten mal ein bisschen kuscheln. Und mal ein bisschen spielen, weil brauchen sie ja auch. Aber also dann kriegen sie eben zwischendurch immer mal auch noch was Neues reingeworfen in Käfig, halt ein bisschen Spielzeug.
dass eben auch fürs Rikandi ein Anreiz da ist, eben mal vielleicht gucken zu gehen. Doch auch die Kugel lockt Rikandi nicht von oben herunter. Warten, Schnurri. Was denn? Wo ist denn dein Ball? Na, du bist mir eine Marke. Na, dir will ich nochmal so was Schönes mitbringen, du. Hä? Ignorant. Ja, na, ist das der Ball? Nee. Naja, gut, dann musst du alleine spielen. So hätte ich ja mitgespielt. Dann mach's mal hübsch mit deiner Kula und mit der Srikandi. Dann geh du doch mal runter, hä? Mm-mm. Das ist eine Mickey Maus. So, tschüss. Erst als die Tierpflegerin weg ist, fangen Missoula und Srikandi an zu spielen. Aber Srikandi hat offensichtlich Angst vor der Kugel und klebt sofort an der Decke. Tja, dann muss Missoula wohl wieder alleine spielen.